Die NSA-Abhöraffäre hat auch Deutschlands obersten Datenschützer Schaar und den obersten Verbraucherschützer Willen auf den Plan gerufen. Seite an Seite gingen sie heute an die Öffentlichkeit. Die allgemeine Empörung sei verständlich, werde aber nicht zu einem besseren Schutz von Daten führen. Nötig dagegen sei eine schärfere Gangart gegenüber den USA, aber auch klarere Datenschutzregeln auf europäischer und deutscher Ebene. Es gibt sie schon, die abhörsicheren Handys und Smartphones. Auch E-Mail-Verkehr kann verschlüsselt werden. All das wurde von der Bundesregierung finanziell gefördert. Doch nicht ausreichend, wie der NSA-Abhörfall zeigt. Datenschutz gehörte eben nicht zu den Prioritäten, kritisieren heute die Verbraucher und Datenschützer. Das müsse jetzt besser werden. Entscheidend ist, dass sich die Große Koalition für den Schutz der Daten in Europa einsetzt. Und Frau Merkel die übrigen Regierungen in der EU mit überzeugt. Der europäische Ansatz sei deshalb so wichtig, weil Landesgrenzen im Internet keine Bedeutung hätten. So laufe der größte Teil der E-Mail-Kommunikation über Server in den USA und der US-amerikanische Suchdienst Google habe einen Marktanteil von 95%. Nur ein einiges Europa mit klaren Gesetzen könne hier den Bürger schützen und bei Verhandlungen Druck auf die USA ausüben. Wenn es zum Beispiel so ist, dass in den USA ausländische Grundrechtsträger, also wir, praktisch nicht annähernd so gut geschützt sind wie die amerikanischen Staatsbürger, dann kann das nicht die Basis sein der Datenverarbeitung in den USA. Es gehe um mehr Transparenz, Stärkung der betroffenen Rechte und vor allem das Verbot anlassloser Überwachung durch Sicherheitsbehörden aus Drittstaaten.